So, Samstagmorgen ist es. Es regnet draußen wieder. Hm, toll, fantastisch. Wie immer. Wie immer. Nicht wie immer. Was ist denn das für eine Woche? Oma soll uns aber heute abholen. Morgen. Die Kinder gehen morgen zu Oma. Nur wenn sie auf den Markt geht. Hat sie das so gesagt? Also, sie gehen in den Markt, das ist ja hier in Berlin, und dann halt haben sie halt nicht so viel zu tun, dann müssen sie nicht halt so viel schleppen. Also, müssen sie einfach nur hinfahren. Okay. Und Na, vielleicht kommt sie auch wegen euch vorbei, kann ja auch sein. Ja, vielleicht kommen sie auch einfach nur so. Vielleicht haben sie ja ihren Markt abgesagt. Ja, schön, dann kommen sie ja früher. Wenn sie nicht zum Markt gehen, kommt sie eventuell früher. Dann müssen wir aber heute schon unsere Sachen packen. Ja. Mal gucken. Wie auch immer. Wir müssen warme Sachen einpacken. Gut, wir sehen uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns gleich unten im Keller. Mit dir. Tja, ich mache weiter mit Aufräumtag, Räumtag, und zwar hier hinten. Ich habe die Räder hier alles schön eng gestellt, wieder. Und jetzt mache ich die Schlote hier leer, hier hinten. Hier war nichts drin. Ja. Ein bisschen was.
Mann, das ist nicht los, ey. Kotzt mich an. Ich habe aber auch keinen Bock jetzt hier die ganze Zeit irgendwie hier unten im Laden zu sein. Ich muss oben was einstellen. Muss ein bisschen was tun. Hier habe ich, wie gesagt, alles neu gestellt. Die Seite kommt am Montag dran. Ich bin ein bisschen faul auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen träge. Das Problem ist, weil ich weiß, wenn ich jetzt hier anfange, zum Beispiel den Bereich hier wieder freizuräumen, und ich habe alles freigeräumt, dann kommt Kundschaft und will hier rein und will was gucken und will dies und will das. Und ich habe Bock drauf. Nein, das will ich nicht. Und der Bereich muss frei. Ich muss das alles neu gestalten. Werde ich auch. Irgendwie werde ich das neu gestalten. Irgendwie werde ich das schön machen. Das kommt alles neu und alles schön. Wie auch immer. Jetzt erstmal ab nach oben. Gadi ist klein gewesen. Oh. Abmoderation für heute. Heute ist nichts passiert. Heute habt ihr nichts erlebt. Heute habe ich nichts erlebt. Heute war echt Langeweile. Deswegen werde ich heute auch wahrscheinlich nichts schneiden. Und das für morgen lassen. Vielleicht kommt morgen ja irgendwas dazu. Vielleicht auch nicht, weil morgen sind wir auch nicht unterwegs. Wir erleben morgen nichts und morgen wird nichts passieren. Dann vielleicht für übermorgen. Mal sehen, mal schauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. Ein Tag war aber Ausfall. Also Ausfallen, weil ich gestern nur im Bett liegen habe. Ja. War gut? Ja, nö. Nee? Wenn man krank ist, ist das ja nicht so gut. Warst du krank warst? Ja, einfach heute den Gammeltag machen. Nee, naja, hoch wollte ich, aber das ist genau das, wenn ich dann gammel, dann. Nee, die waren ja alle unten. Man hört's ja. Jo, jetzt bin ich krank, fantastisch. Ein Gammeln schlägt auf die Gesundheit. Sollte man nicht tun. Jetzt muss ich runter in den Keller. Ist das so schön Stillstand, ist der tot? Ja, genau. No. Das beweist sich hier wieder einwandfrei. Ja, mit so Rumpelrädern. So Rumpelfrau-Räder möchte man ja nichts zu tun haben, groß. Ja, das ist ja eh unser Ding. Wochenende so? Ruhig. Ruhig. Faul. Ja.
Ja, wieder nicht. Oh Gott. Irgendwie bin ich nicht ganz so doof, Alter. Ich mache mal nicht so viel raus. Das war ich mir aber hier nicht. Tommy? Ja. Mein kranker Mensch, was ist mit deinem Assistenten? Ja, der macht auch. Hier, der auch. Moin. Boah. Ich kann mich heute nicht so gut bewegen. Das war, du bist krank, deswegen oder? Deswegen Sparflamme, ja, ja. Sparflamme oder... So sagt man selber ran. Ja. Wie kriege ich denn da hinten dieses... Ich muss doch diese Gangschaltung da trennen, bevor ich das Rad rausreiße, ne? Ja, den ersten Gangschalten oder was auch immer das ist. Mhm. Und dann den Zug ausfädeln. Ausfädeln? Ja, ja, das ist so eine Schaltung. Ist es denn? Nächstes Achtgang. Nächstes Achtgang. Montagegang, vierte oder fünfte ist auf den Schalter markiert. Naja, nee, das ist nur zum Einstellen. Erstmal komplett entspannen, damit er wirklich. Erster Gang heißt größtes Ritzel. So ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, einfach das entspannteste das Position für den Zug. Ja? Und dann hast du nämlich genug Fleisch, um den auszuhängen. So. Aber der, ich sehe noch nicht, wo ich den aushänge. Da. Hinten ist eine Scheibe vor dem seitlich am Antrieb, Antriebsseite. Einfach nur so rausklicken oder? Nicht die Scheibe, sondern eben den Zug. Den Zug. Ach, Michael, hab ich dir eigentlich schon mal gezeigt? Nee, weil die Abschaltung habe ich noch nie gemacht. Digga. Da verwechselst du mich mit deinen Praktikanten. Bleib klar, alles in Ordnung, ich probiere aus. Nee, dann machst du wieder mehr kaputt. Ich roll mich mal kurz über den Fußboden. Heute habe ich nur im Bett gelegen. Ganz kurz war ich unten. Ist nicht gut. Hallo. Hey, ich wollte es mit dem Antrieb erfunden. Ich wollte es da haben. Jo. Schaltet's. Das Schleifen kommt von vorne. Die Dynamo. Irgendwas schaltet. So, guten Morgen, Tag 5 ohne Vlog oder so. Keine Ahnung. Oh, du schlamperst? Das wusste ich ja gar nicht. Kann ja meinen Schweiß in den Computer drin drücken. Die Leute machen sich bestimmt schon Sorgen. Ja, könnt ihr auch. Schickt mir mal Beileidsbekundungen und sowas. Also wir haben die ganzen Kinder, Sanatorium hier, wir haben die ganzen Kinder verkauft, bis auf das eine, klickt da. Ja. Was Unkompliziertes, da haben wir behalten. Genau, die anderen haben wir alle verkauft und wir eitern hier so durch die Gegend. Da haben wir mal frei. Dann haben wir mal frei und dann können wir uns mal richtig auslassen mit Krankheit und... können nichts machen. Nichts, nichts Sinnvolles. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Ist das hier alles dreckig? Ja, die Hose vielleicht sogar nicht. Hast du noch einmal? Das andere, ja. Bis auf meine Krägen. Einer. Da ist ja noch einer irgendwo. Ach, was weiß ich wo. Der lag aber eben gerade noch hier rum.
Kinder sind weg bis Freitag. Und schauen wir mal. Also bis später. So, liebe Leute. Malis, die kränkelt auch ein bisschen rum. Wir sind alleine, wir können uns gut auskurieren. Ja, mir hebt das eigentlich nicht zu sagen. Ich liege den ganzen Tag im Bett, eigentlich gestern und heute. Und ich würde mich auf alle Fälle wieder melden, wenn es wieder losgeht. Ich hoffe, dass ich morgen wieder im Laden sein kann. Ich meine, bei dem Wetter macht es ja jetzt eh nicht so einen Spaß. Muss man mal sagen. Schaut euch das mal an, ey, wie das draußen aussieht. Hier regnet es den ganzen Tag schon. Jo. Ich würde mal sagen, wir horchen. Vielleicht morgen wieder. Muss ich mal schauen. Ja. Also bis denn, macht es gut. Ciao, sagt der Tommy.